Ja, wir haben heute hier den vierten Workshop der klinischen Forschergruppe stattfinden lassen und in bewährter Weise im Gustav-Stresemann-Institut. Es ist der vierte Workshop, also das heißt, wir schließen jetzt 4 Jahre ab nachdem und haben ja eine Forderung für 6 Jahre, also wir freuen uns schon auf die nächsten beiden. Aber man kann, glaube ich, schon heute das Resümee ziehen, dass es ein sehr erfolgreicher und fruchtbarer Workshop wieder war. Auf diesem Workshop haben im ersten Teil Gastreferenten methodisch referiert, also Vorträge halten über bestimmte Methoden, die wir in unseren Teilprojekten anwenden können. Und wir haben bewusst Gastreferenten gewählt hier aus Bonn, sodass tatsächlich eben die Expertise auch in Zukunft genutzt werden kann, ohne lange Wege. Und zum anderen haben natürlich die verschiedenen Teilprojektleiter und die Beschäftigten in den Teilprojekten die Nachwuchswissenschaftler hier referiert und haben ihre neuesten Ergebnisse vorgestellt. Und das reichte im Prinzip über, sag ich mal, kardiovaskuläre Erkrankungen, genetische Dispositionen der Parodontitis, Adipositas, aber auch regenerative Therapien wie zum Beispiel Parathormon oder auch mathematisch-physikalische Fragestellungen, inwiefern der Zahnhalteapparat auf Kräfte reagiert. Die Teilnehmer sind Ärzte, Parodontologen, Kieferorthopäden, aber auch aus der Prothetik, aus der Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie, Zahnärzte, gleichzeitig aber auch Ärzte, zum Beispiel Kardiologen, Internisten oder Dermatologen. Wir haben in unserer klinischen Forschergruppe und damit heute auch als Teilnehmer Naturwissenschaftler, zum Beispiel Biologen, Physiker, Mathematiker und ich denke, damit eigentlich eine sehr schöne Kombination, eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe.